Oh, die Stange ist kaputt. The key. Please, let it be here. Dann muss ich hier jetzt einen Schlüssel suchen. Ja, ein Zettel. So. Ist hier ein Monster? Boah. Scheiße, da war es. Scheiße. Ich habe gehört vom Freund, man kann die Monster verarschen, aber ich glaube, ich bin nicht gut genug für Amnesia. Also für die Monster, um sie zu verarschen. Okay. Ich glaube, das Monster ist weg. Also ich mach besser nochmal die Tür zu. So. Ich glaube, im Schrank im Schrank sich zu verstecken ist immer das Beste dafür. Aber ich glaube irgendwie, dass hier kein Schlüssel ist. Ich glaube, ich kann hier wieder raus. Oder? Ja. Scheint hier nichts mehr zu geben. Im Gästeraum ist ein wichtiger Schlüssel versteckt. Ist das hier der Gästeraum? Oder überall? Kann der überall sein? Na gut, dann mache ich hier gerade mal das Licht an. Ich habe ja genug von den Dingern. So. Irgendwo ist ein wichtiger Schlüssel. Ich habe das Gefühl, dass der Schlüssel hier nicht ist. Geh rein. Oder auch nicht. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Schlüssel. Oder? Nö. Nee, ich glaube, hier ist kein Schlüssel. Muss ich mal hier weiter gucken. Diesen Schlüssel habe ich ja noch nicht. Oh geil, dann darf ich jetzt einen Schlüssel suchen. Der kann doch überall sein. Ich hätte ja gesagt, der ist in dem Zimmer, weil ich hier nicht direkt reingekommen bin, aber anscheinend doch nicht. Was ist das? Ein Hase. Ein Hase. Hier hatte ich ja eigentlich auch. Guckt. Ich bin doch im Gästezimmer. Ach, Junge. Im Gästezimmer ist ein Schlüssel. Ich guck jetzt nochmal. Der war nicht. Also vorher war der nicht da. Gästezimmer, okay. Es ist das Gästezimmer. Ich war anscheinend schon richtig. Schon wieder diese Vase. Ah, da ist kein Schlüssel drin, oder? Nö. Hat sich aufgelöst. So, ich bin im Gästezimmer. Okay. Aber wo ist der Schlüssel? Der kann echt überall sein. Ich würde ja trotzdem sagen, der ist hier in dem Einzimmer. Aber wo? Lol. Oh, thank God, there it is. I guess it is a good place to hide it, then.
Okay. Maschinenraumschlüssel. Okay. So, den kann ich hier auch abhauen. So, wie ist mein geistiger Zustand? Glasklar, sehr schön. Einige Schnittwunden und blaue Flecke. Noch in Ordnung. Ich gehe jetzt mal. Was war denn hier? Studierzimmer. Okay. Normal würde ich umkehren, aber ich weiß ja nicht, was hier so ist. Machen wir mal die Tür zu. Tun der Büchse. Ja, ist gut. Kann ich hier irgendwas anzünden? Ja. Dann mache ich das mal. Dass ich Licht habe. Dass sich der kleine Daniel hier nicht zu sehr fürchtet. Okay. Eine Truhe. Schon wieder so eine Zünderbüchse. Öl gibt's ja auch nicht, ne? Vase, doch. Vielleicht sollte ich nicht so viel Lärm machen, wenn überall Monster sind. Was soll's? Bam! Das. Hier sollte jetzt was Fettes drin sein, das wäre nice. Wenn ich schon so da hinten hingehe. Wow. Aber nein. Oh. Ruhe. Ach nee, da war das Zünder-Dingsbums-Teil drin. Ja, mehr gibt's hier nicht. Die kann ich wieder abhauen. Da ist hier noch was. Nein. So. Das ist ein Geräusch. So viel Öl habe ich? Nicht so viel. Sollte ich mich vielleicht beeilen? Oh, hier kann man rausschauen. Na gut. Sind eh nur Bäume draußen. Nein, 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 nein. So, keine Mementos vorhanden. Einfach mal weiter rumgucken. Alles voller Bücher, aber nirgendwo. Okay, dann kann ich hier auch wieder raus. So. Das Öl. Einfach so im Gang. Los, nimm dein Öl. Junge. Nicht nice. Okay. Was würdest du mir damit sagen, dass ich das hier kaputt machen kann, wa? Wow. Okay. Fall nicht runter, Junge. So, da hinten ist was. Das würde mich auch interessieren. Ich gucke jetzt mal weiter. Ein ausgestopftes Tier. Oh, hier ist eine. Hier sind mehrere Kerzen angezündet. Da muss ich nicht mein Öl verschwenden. Lecker. Eine Taube. Und eine etwas grobe Schippe.
haben die denn hier gemacht? Hunden geforscht oder was? Was? Die Wirbelsäule eines Hundes. Hä? Let's see what you have to offer.